Okay, Monsieur Stobart, Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Khan, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig draußen sein, vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, und wo ich das erste Mal hier gespielt habe, stand ich ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich jetzt nicht so ganz wusste, was es hier zu tun gibt. Weil ich hatte hier gedacht, die Schriftzeichen kann man irgendwas mitmachen. Aber dem ist nicht so. Diese Schriftzeichen müssen irgendeine Bedeutung haben. Ja. Ich sollte sie besser nicht rausnehmen, sonst würden wir gar nichts mehr sehen. Naja. Gut, mit ihnen können wir nämlich auch nicht mehr reden. Hier hinten haben wir was. Ja, jede Fackel irgendwie können wir hier anklicken. Ich sollte sie besser nicht rausnehmen, sonst würden wir gar nichts mehr sehen. Hier unten die Kiste können wir nichts machen. Im Prinzip können wir nur noch hier reingehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast im ganz großen Finale. Vorher, meine Freunde, muss ich aber noch... Nein, das machen wir nachher. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, bin ich auch fast zweimal draufgegangen, weil ich hier absolut nicht wusste, was ich tun sollte. Insbesondere, weil... Schaut euch das mal an. Er guckt mich an. Er guckt ihn an. Sie gucken ihn an. Aber keiner macht was. Naja, wie auch immer. Ich kann mich sogar hier bewegen. Ich kann nämlich den Stein nehmen. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Genau, das George, du musst das mitnehmen, Syndrom. Und wenn wir uns diesen Stein jetzt angucken... Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? George! Der ist ziemlich scharfkantig und mit ihm habe ich nämlich Folgendes geschafft, nämlich dieses Siegel unten anzuspitzen. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Genau, jetzt haben wir nämlich hier unten so eine Art ja, Degen, Messer, wie auch immer. Wenn wir jetzt hingehen und mit Aruda reden... Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, George. Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten! Sie sind wahnsinnig! Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stobart? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun das Siegel, Senor Stobart. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von zwei Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des zweiten Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade im Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was sie mir erzählt haben, gelogen? Keinesfalls, George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur ein, sondern zwei Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Aha. Ja, und jetzt müssen wir ganz schnell ihm das an den Kopf schmeißen. Und wieder nette 3D-Animation. Ja, ich glaube, das war der letzte Streich, den die Templer unternommen haben. Ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette.
Brei, was werden Sie in Zukunft machen? Arbeiten. Wir haben einen neuen Fall in Guatemala. Drogenschmuggler. Und wie sieht es mit Ihnen beiden aus? George und ich treffen alte Bekannte. Wen denn? Pearl und Wayne. Ich habe die beiden in New York getroffen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh doch, George. Und wir werden sie besuchen. Wie du meinst, mein Schatz. Und danach? Geht es erstmal für 2 Wochen auf die Bahamas. Aber dann bitte ohne Abenteuer. Ja, Freunde, das war's. Gewinncode. Mehr Infos auf www.bonus-baphomet-25. Okay, was soll ich damit jetzt? Freunde! Och man, das ist aber jetzt ein bisschen traurig. Naja, aber auf jeden Fall, wir haben ein Happy End gehabt. Und George und Nico sind jetzt endlich zusammen. Sie haben sich ihrer Liebe gestanden. Das finde ich schön. Ja, okay, das Spiel ist vorbei. Somit also auch mein Let's Play. Mein Fazit zum Spiel. Freunde, ein grandioses Spiel. Grandios, kann ich euch nur sagen. Wahnsinn. Es ist Freeware. Es kann sich jeder kostenlos im Internet runterladen. Es ist zwar jetzt nicht so lange wie die Originalen, aber man muss dazu sagen, hallo Freunde, es ist von Fans programmiert worden und ja, dementsprechend dann auch produziert worden. Ich finde es einfach nur atemberaubend, wie Leute sowas programmieren können, dafür kein Geld verlangen und sowas kostenlos ins Internet stellen. Sowas finde ich grandios, sowas sollte man unterstützen. Das Spiel an sich ist phänomenal, geil gemacht, wenn auch ein, zwei Minuspunkte, was mir zum einen nicht so gut gefällt, sind halt diese Aktionen, wenn er irgendwas aufhebt oder so. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen feilen können, dass man halt wenigstens zeigt, dass er sich danach bückt oder danach greift. Ja, und dann diese 3D-Zwischenanlagen. Auch jetzt am Ende, die Figuren, die sahen ein bisschen plastisch aus. Da hätte man vielleicht doch lieber in der 2D-Grafik bleiben sollen und hätte die 3D-Grafik weglassen sollen. Aber okay, das ist nur meine Meinung und mein Geschmack. Das muss nicht jedermanns Geschmack sein. Ich freue mich, dass ich auch diesen Baphomets Fluchteil geschafft habe. Ich stürze mich jetzt an Baphomets Fluch 3. Danach geht's an Baphomets Fluch 4. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr kommentiert fleißig. Das tut ihr ja ohnehin schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn wir uns dann in einem weiteren meiner Let's Plays wiedersehen. In Baphomets Fluch 3 vielleicht. Wenn ihr wollt. Ich sage dann an dieser Stelle schönen Abend noch. Macht was draus. Nochmal danke fürs Zuschauen. Ich bin der NRW über 18. Das ist mein Abgang. Und ich sage NRW über 18. Adieu.